Oh, nee, nee, Absperrung. Ey! Stein. Ich bin am Farm. Zweiteres ist gerade. Hallo? Herr Laser. Ja? Ich finde das überhaupt nicht witzig, dass Sie das Fahrrad oben an den Ölfeldern stehen lassen. Die Fahrräder haben einen Peilsender. Ja, ich spaziert auch mal. Ich mache gerade einen Triathlon und gleich danach springe ich in Richtung Staudamm unter Wasser. Ja, von mir aus machen Sie das. Also, wir haben das jetzt mal abgeholt, ne? Nein, das brauche ich doch noch. Ja, das Problem ist, die Leitstelle hat uns leider untersagt das Ganze. Die Leitstelle ist uns ein Weisungsbefugt. Wenn die Leitstelle sagt, geht nicht, dann geht das nicht, ja? Ich weiß es nicht, was da vorgefallen ist, ja? Ja, dann behalten Sie denn das Fahrrad. Ja, mein Helm bräuchte ich dann aber trotzdem wieder. Nö. Doch. Nee. Und jetzt? Schau. So. Was jetzt? Ja. Die Sache. Ich versteck den jetzt. Ich versteck den hier irgendwo. Und dann hole ich ihn später wieder ab. Junge, ein LSPD-Helm. Der ist bestimmt viel wert. Also der ist nichts, weiß ich nicht. Also den kriegt man ja nicht einfach so. Der hat bestimmt schon Wert. Oh, da macht schon jemand Stein. Ja, ist das jetzt auch ein Witz? Also das ist jetzt ein Witz. Ja, das ist so ein Witz! Guck dir das an! Der SAPD-Fahrer, das SAPD-Fahrradhelm. Der Helm, das Helm, der Helm. So, meine Spitzhacke habe ich bei mir. Kofferraum verschlossen. Jetzt muss ich noch den Job kündigen. Die Helme nennen. Also das ist in keinem Universum ist das gerade witzig, weil das noch nicht, das passt ja gar nicht. Das ist ja dumm gerade. Ne? Alter, wie der fährt. Oh Gott, Partnerlook, wie peinlich. Oh Gott. Hallo? Was ist mit dem Fahrrad? Wunderschönen guten Morgen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Fahrrad ist. Was habe ich mit dem Fahrrad zu tun? Sie haben das gerade voll weggehauen. Ja, das steht auch schon seit Tagen da rum und geht mir auf die Nässe. Ja, aber deswegen verdient es doch kein Objekt, jetzt so behandelt zu werden. Das macht doch keinen Sinn. Naja, steht mitten in der Einfahrt. Gestern stand es noch direkt vor Stone. Warte mal. Der Laser. Jetzt habe ich sie erkannt. Ja, hallo. Wunderschön. Ist halt ein bisschen blöd mit dem Fahrrad, aber ich lass ihn mal ziehen. Machen Sie, hier sind Sie nicht mehr beim FIB. Interne Ermittlung, Steinmafia. Aber nicht weitersagen. Ah ja, nee, ist klar. Steinmafia. Ja. Aber wenn ich mir vorstellen darf, ich bin die Königin des Steinbruchs. Ehrlich? Ja. Siehst du auch ziemlich kantig im Gesicht aus, würde passen. Bitte was? Ich meinte... Glaube ich dir nicht. Das war ein Spaß. Ey, oh, nicht immer gleich das Messer. Das war doch nur ein Spaß. Es war ein Spaß. Tut mir leid.
Bloß ich habe so ein Ding, wenn man sich selbst irgendwelche Autorität zuspricht, ohne jetzt irgendwas geleistet zu haben. Nee, das habe ich mir nicht selbst zugesprochen, das ist mir hier verliehen worden. Ja, von drei kleinen Steinchen oder was? Okay, es tut mir leid. Okay, ich dachte, du ziehst jetzt was Größeres, ein Samurai-Schwert oder so. Sorry. Nö. Nicht von drei Steinchen. Ich glaube, wir meinen den Scheiß hier schon zu lange. Dann entschuldige ich mich, ist gerade mein erstes Mal hier. Muss erstmal noch ein bisschen lernen, wo mein Platz ist. Tut mir leid. Ja, vielleicht ein bisschen freundlicher werden, weil sonst könnte das böse enden bei dem einen oder anderen. Nicht nur bei dem einen oder anderen. Ich kann dir jetzt den Tipp geben, pass auf, was du wo bei wem sagst, ansonsten... Ja, ist halt blöd, das sagt ja jeder zu mir. Wo darf ich dann einfach mal sein, wie ich bin? So, da braucht ja jemanden. Stadtpark, kannst du dich austoben? Nee, kann ich auch nicht. Nee, da kriegt er auch auf die Fresse. Das ist halt damals scheiße. Damals im Samsung gefahren. Bei euch Farmern kann ich das auch nicht mehr machen. Ey, das ist so kacke. Ich wechsle sogar die Tageszeit. Aber es ist immer das Gleiche. Rein doch nicht gleich so rum. Ja, Entschuldigung, geh mir gerade auf den Sack einfach. Ja, ansonsten bei den Orangen, bei den Kirschen, auch Kaktus. Kaktus ist momentan sehr toll. Nee, Kirschen kann ich auch nicht. Da bin ich einmal reingefahren, der ist komplett ausgerastet. Ja, aber dann gibt's noch, wie gesagt, Kaktus, Orangen, Äpfel, Tomaten. Okay, ansonsten Pilze. Oder... Achso, ja, nee, bist ja bei internen Ermittlungen. Steinmafia habe ich ja vergessen, sonst hätte ich gesagt, weiß ich nicht, wenn es ansonsten vielleicht mal zur Racing League gehen oder so. Ja, sind gar nicht so weit weg, direkt hier. Kann ich nicht, scheiß Cavendish. Geht nicht. Ah. Ach, der ist doch total nett. Nee, das ist ein abgehobenes Arschloch, mit einem Silberlöffel im Mund geboren. Ach, also, Quatsch. Da gibt's ja zwei von. Na. Ja. Aber ich wollte niemanden auf die Füße treten. Entschuldigung nochmal dafür, ja? Ja, besser ist. Dann hole ich mal eine Spitzhacke raus und mach mich mal an die Arbeit. Ja, ich wünsche viel Spaß. Ja. Dann euch beiden noch einen schönen Tag und nochmal entschuldigt eure Majestät. Na, geht doch. Bis dann. So, bis dann. Ich fahre den Burrito. Grüß dich. Schubst du mir ein Burrito raus? Bei mir kam von auch ein Burrito raus, du sag ich jo. Burrito. Der kam auch vorher wahrscheinlich rein. Super, danke dir, Stony. Dann wünsche ich was und wie gesagt, pass auf dich auf. Bis also, dann, es gibt hier einige, die eine ganz, ganz, ganz kurze Zündschnur haben. Das verstehe ich und ich werde herausfinden, bei wem das so ist, ohne dass ich die Grenzen überschreite. Vielen Dank. Perfekt. Bis dann. Ey, cool, ich kann jetzt Stein machen. Wo muss ich denn dafür hin? Hier stehen zwei Burritos. Sehe ich hier irgendeinen Stein hauen? Irgendeinen nur? Was Impact Nova verlassen? Mein Gott! Oh, ich Idiot. Oh, ich bin so tot. Idiot, ich bin so ein Idiot. Oh, ich bin so ein Idiot. Ja, hallo? Herr Laser. Ja? Ich hätte gerne meinen Helm wieder. Trauen Sie sich Sie wissen, nicht auf Sie, die Straße? Sie wissen, dass Sie damit Unterschlagung begehen? Wissen Sie was? Mir wurde mein Führerschein durch ihn unterschlagen. Durch Sie bin ich in die Situation gekommen. Das ist meine kleine Art von Genugtuung, die ich mir verdient habe. Wodurch denn? Ich fahre mit meinem Auto ganz normal und mir wird alles genommen. Ich versuche als hart arbeitender Bürger ein bisschen Geld zu machen. Und was tun Sie? Sie nehmen mir alles weg. Wir wollten so nett sein und Ihnen das Fahrrad geben. Da kann ich nichts für, dass das andere Leute entschieden haben, dass das nicht funktioniert. Aber haben Sie denn schon mal beim Park angerufen und gefragt, ob Sie jetzt Ihren Führerschein machen können? Dann dürfen Sie auch wieder mit Ihrem privaten Fahrzeug fahren. Gut, dann rufe ich da jetzt an und frag mal. Ja. Und dann gebe ich Ihnen den Helm wieder. Okay, wo sind Sie denn? Dann hole ich ihn auch gerne ab. Ich bin gerade bei Holz. Okay, also oben im Paleto Forest, ja? Ja. Super, dann bis gleich. Bis gleich.
Ich hatte dich gerade an die Leitstelle Isadora. Ist das gerade Leit? Macht Isadora gerade Leitstelle? Wie sie ist es? Sie hat noch nicht mal ein Wort gesagt. Grad. Okay, dann rufen wir mal das PAC an. Oh, wie heißt das denn ausgeschrieben? Ich muss die Nummer vom PAC herausfinden. Das war auch eine kurze. Wie wird das denn ausgeschrieben? Ich kann ja einfach gucken. Das wird... Permit Administration Center. Permit? Upsi. Mann. Die Leitstelle des PCs, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist der Jonathan. Ich sollte in einer Stunde anrufen und fragen, ob jemand da ist, damit mir einen Führerschein machen kann. Brumm, brumm. Brumm, brumm, es tut mir leid, es ist keiner da. Oh nein. Oh doch. Aber wie lange ist dein Vorläufiger noch gültig? Ich darf keinen mehr machen. Schiedekack. Ja, ich habe schon viermal und... Schiedekack. Ja, ist wirklich kacke. Aber ich habe eine Idee. Wie wär's, die machen einfach den Laden zu, ne, und machen mit mir eine kleine Spritztour und ich mach schnell Führerschein und dann sind wir alle glücklich. Schwierig. Schwierig. Ja, naja. Tatsächlich, ja. Aber wir machen das jetzt einfach so. Jede Stunde rufst du an, okay? Na klar. Perfekt. Ich hab ja auch... Bis in einer Stunde. Nichts zu tun. Du hast nichts zu tun. Nö. Ja, ich arbeite halt nur. Ja, guck mal, aber du kannst ja dann eine Stunde arbeiten, anrufen, eine Stunde arbeiten, anrufen. Was arbeitest du? Gerade mache ich Stein. Ja, guck. Mit dem Auto. Kannst du. Von dich erwischt dich keiner. Nee. Fahr vorsichtig. Mach ich. Dann bis in einer Stunde. Bis in der Stunde. Tschüss. Sie ist es. Ja, dann machen wir jetzt einen Stein. Aber wo kloppt man hier Steine? Ist das hier schon gleich am Anfang? Ich werde hier irgendwo drin, ne? Ich fahr jetzt mal rum. Ich check die Situation jetzt hier. Ja, okay, Sackgasse. Oh. Wo kann man denn hier mit einer Spitzhacke auf Stein hauen? Ich brauche ja Steine. In diesen Schienen. Hier fährt man bestimmt runter, weil das cool ist. Das haben die so eingestellt, dass man hier runterfahren muss. Und jetzt kann ich hier irgendwo kloppen. Ich glaube, ich kloppe hier einfach mal. Ich glaube, da auf dem Sand. Ist doch markiert? Ah. Danke. Ist das schon BSG? Weiß ich nicht. Ich mach's einfach. Bevor ich jetzt suche. Okay, Leute, es kommt nicht mehr vor. Das war eine einmalige Sache. Sorry. Sorry. Leute, das ist wirklich blöd gewesen. Das mach ich nicht mehr. Muss nicht sein. Nein, dafür nicht. Alles gut. Ich meine, wenn einer sagt, dass das markiert ist, ist ja theoretisch... Mir wurde ja nicht gesagt, wo das ist, sondern mir wurde ja nur gesagt, dass das markiert ist. Das ist in Ordnung.
Alles gut. Weißt du, für was es jetzt Zeit ist? Bitte nicht. Ich wollte jetzt Steine machen. So Leute, ich mach's noch richtig authentisch. Ich stell mich an einen Stein ran. So. Und sonst so? Das Bitte hat uns überzeugt. Nicht? Ich breche eine Kante ab. Und noch einmal rein da. Wie cool. Benutzt du eine Grafikmod? Nee. Ich spiele nur ein bisschen mit Licht. Geröll gefunden. Ich wünsche ich jetzt so ein Machomai oder so. Machomai. Und dann einfach rein da. You know what I mean? Syntex, dankeschön für die 34. Neun Finger, danke für die 13. Vielen Dank. Und Shintu, danke für die 23. Heute ein bisschen entspannter war. Und was wollt ihr machen? Ihr Klopsköpfe. Folge 13, Teil 2. Die richtig sieht, wer ich wirklich bin. Was ist denn? Er ist krank. Ist die noch nicht draußen? Das wurde bestimmt noch nicht in die Playlist gepackt. Kategorien Entertainment. Finale. Finale Teil 2. Wir bauen ein richtig geiles Set hin. Voll Idiot, der die ganze Zeit irgendeine Scheiße leugnet. Was machen wir denn jetzt? Aber nicht, nimmst du doch auch nicht, oder? Aber du nimmst doch... Jetzt? Ja. Wenn das der Wunsch ist, dann mache ich es. Aber eins. Eins solltest du wissen. Ich komme wieder. Oh nein, oh mein Gott, bist du blöd? Und damit bin ich nie wiedergekommen. Doch relativ zügig. Und zwar schon dort. Die haben nicht mal geknutscht. Was ist denn das für ein Finale? Mein Gott. Also mit mir hätten die geknutscht. Das kann ich euch sagen. Ach, scheiße. Es gibt nichts Besseres, als Sims zu spielen und mir dabei zuzugucken. Was ich mache. Ja. Das verstehe ich. Das ist genau das, was man halt macht. Ihr könnt mich in allen Belangen irgendwo mitnehmen. Egal, was ihr macht. Wäsche, saugen, spielen, essen. Immer bin ich irgendwo eine gute Begleitung.
Oder selbst GTA-RP spielen, mit mir GTA-RP spielen, dabei den Stream aufhaben. Das ist doch natürlich ein Spaß. Moment. ChatGPT arbeitet noch unseren Plan aus. Nicht mal mehr selbst auf die Ideen kommen. War so klar bei euch. Dumm. So, jetzt reicht's. Wir müssen nicht weiter provozieren. Es reicht wieder. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Jan, danke für die 11. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Guten Tag, Herr Leitstelle. Hallo. Haben wir uns gematcht? Ich bin der Jonathan. Nee, ich denke nicht. Scheiße, falsche Leitstelle. Ja, da war vorher jemand anderer dran, ne? Ja, das ist so korrekt. Es war vorhin jemand anderes dran, aber die ist auch leider nicht mehr im Dienst. Aber sie hat von dir geredet, glaube ich. Hm? Ja, ist leider aktuell nicht mehr im Dienst. Schade, na dann. Schöne Grüße an Sie, ja? Na klar, richtig aus. Alles klar, bis dann. Schönen Tag. Ciao, dir ciao. Auch. Du kannst die aber auch ersetzen, wenn du willst. Ich kann sie ersetzen? Ja. Das ist aber nicht so nett. Aber muss sie nicht wissen. Muss sie nicht. Außerdem finde ich dich, also du klingst viel netter als. Es ist ja auch wichtig, nett zu sein. Ich klinge netter, ja, ich bin eigentlich auch eine nette. Hast du denn Lust, mir mal deine Nummer zu geben? Ich bin aktuell im Dienst, das darf ich leider nicht. Achso, soll ich warten, wenn du Dienstschluss hast? Ich stehe einfach die ganze Zeit auf der anderen Straßenseite und starre dich an. Nee, musst du nicht unbedingt machen. Oh, schade. Naja, vielleicht sieht man sich ja so. Na klar. Kannst du bitte, das war auch nur gerade ein, das muss, war gerade nur ein Spaß. Das muss auch jetzt Dingens nicht wissen, ja? Ja, alles gut. Okay, dann bis dann. Mach's gut, hab einen schönen Tag, ja? Ja. Oh Mann, was hat die Polizei hier gesucht? Die haben irgendwas geschickt. Dispatches mal wieder. Dämliche Dispatches. Das ist alles, was du drauf hast, Björny Boy! Alles, was du drauf hast! Du dummer Wichser! Oh. Ein Geröll. Ich glaube, meine Taschen sind voll. Ja. Francisco. Ich sage, ich habe es aus Versehen. Ich sage, Roche, weißt du was? Ich habe das Kündigungsschreiben an die falsche Adresse geschickt, sage ich einfach. Und dann ist die Sache durch. Wisst ihr? Da steht der große Reality-Star muss Steine kloppen. Ich bin einfach ein volksnaher Mann. Ich bin mir für keine Arbeit zu schade. Sich da darüber lustig zu machen, ist ja wohl nicht angebracht. Kann ja noch einiges lernen, Flirt-Game. Ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, dachte ich, das klappt. Okay, du findest 5 Geröll. Ja, noch eine. Ist egal. So. Das laden wir jetzt ins Auto. Hier fahren die ganze Zeit Autos rum. Wie die Bekloppten. Ich habe ein bisschen Angst, dass gleich irgendwas passiert. Kofferraum ist wieder geöffnet. Steine rein.
Ich trinke was, aber mein Hunger ist immer noch da. Egal. Das ist ja nicht so nett von dir. Ja, die haben doch schon die Polizei gerufen. Die haben halt nur nichts gesehen. Björn hat geschrieben, oh, da ist irgendwas Schlimmes. Und dann dachten die natürlich, hallo Simex. Dann hat die Polizei gedacht, dann wird da was Schlimmes sein. Aber dann sind die da durchgefahren, aber haben nichts Schlimmes gesehen, außer ein paar arbeitende Leute. Und dann war es das auch. So, eine ganz einfache Sache. Schön die Polizei zum Steinbruch geschickt. Ja, war wohl nichts, ne? Was machen Sie da mit dem Geröll? Das ist ein Problem von Zukunftsmarcel. Das brauchen wir jetzt gar nicht wissen. Außerdem können wir gleich mal nachfragen. Guck mal, der kommt da mit einem ganz großen. Obwohl, so viel größer jetzt. Na ja, doch, klar, der hat ja ganz viel Fläche. Boah, der hat sogar einen Bauarbeiterhelm auf. Was hat er geschrieben? Nö, aber gut zu wissen, wo du bist, können wir uns das Orden sparen. Okay, ich beeile mich mal ein bisschen, ne? Der hat doch keinen Helm. Wo ist denn der mit Helm? Doch, da ist der mit Helm. Ich muss gleich gucken, ob der einen Helm hat. Dann müsste ich ihm auch meinen größten Respekt aussprechen, denn er ist wirklich vorbereitet. Hatte ja auch einen, den aus Camo haben, aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ich glaube, ich habe den irgendwo reingepackt. Der hat wirklich einen Helm. Alter, großer! Ey, deine Kleidung, du bist ja richtig vorbereitet. Wo kriegt man denn den Bauarbeiterhelm her? Kannst du mir das sagen? Ja, verstehe. Ach, wirklich? Wie bitte? Wo kriegt man denn den Bauarbeiterhelm her? Ich denke mal in den, hab ich jetzt nicht irgendwie. Wie, das musst du da wissen, oder hat er den Mama gekauft? Den habe ich mir mal gekauft. Und zwar, ich glaube, etwa hier im Sandy Shorts. Oder im Dings hier, in der Nähe von was gab. Ach, der Laden da? Ja, genau. Der Kleinstladen. Ah, ja. Okay, dann werde ich mal meine Augen offen halten. Vielen Dank für die Information. Du bist mein Vorbild. Wie du da stehst und diese Steine klopfst, ne, da will ich auch mal hin. Das Problem ist, aber ich sehe immer so aus wie einer von den Bauarbeitern, der die Straßendienst macht. Ja, aber ist doch, aber weißt du was? Jeder hat Schutz verdient. Warum fällt er denn nach? Hab da irgendwas vergessen? Bitte mach einfach keine Mucken. Der denkt, ich klau den Sachen. Ich sitze hier und trinke mein Wasser. Alles gut, ich entspanne gerade nur wegen der Sonne. Ich nehme den nicht weg oder so, alles in Ordnung. Das ist gerade ein großer Hubschrauber. Ja, ich weiß. Der macht bestimmt. Es gibt Leute, die holen sich LKWs, es gibt Leute, die holen sich die ganz großen Sachen. Weißt du, was ich meine für Stein? Und das sind richtige Profis. Die arbeiten jeden Tag hier. Deswegen, die haben sich das einfach auch verdient. Nee, nicht wegen Helm.
Das sind die Björn-Leute, das ist das Hacker-Kollektiv. Euer Heli? Die haben bestimmt die Polizei gerufen. Mach zu wieder! Ich Idiot! Danke! SAPD, Leitstelle, was kann ich für Sie tun? SAPD ist bei dem Steinbruch der Großhelikopter einer von Ihnen. Wenn nicht, dann ist das Björn! Geben Sie das weiter! Björn! Ich brauche einen Commander! Ist jemand von Ihnen da, der ein hochrangiger Polizist ist? Johnny, sind Sie es? Ja! Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Björn befindet sich mit einem Helikopter, wenn... Haben Sie Helikopter mit zwei Propellern? Ja. Ist das Ihr Helikopter? Nein. Dann befindet sich... Wo denn? Polizeihelikopter ist dahinter, überm Steinbruch. Ach genau. So, ja, das ist unser Helikopter. Was machen Sie denn da? Wir? Ja. Ja, wir suchen nach bestimmten Leuten. Das ist ein Einsatz. Ah, okay. Also, na, wen suchen Sie denn? Vielleicht kann ich ja helfen. Ja, nee, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber ich habe Informationen, ich bin doch hier. Da haben sich, da sind sie in der Ecke. Soll ich Ihnen nicht sagen, wo die sind? Ich weiß ja nicht, ob das die sind, die Sie suchen. Sagen Sie mir das und ich sage, ob die gerade hier vor mir in der Ecke das auch sind. Ja, Sie sehen doch eine Streife. Wir schicken eine Streife zu Ihnen und dann können Sie das mit denen bereden. Nee. Doch, doch. Nee. Suchen, aber Sie suchen nicht mich. Vielleicht. Ja, Laser, bleiben Sie stehen. Die Wichs. Ich wusste es. Ich Idiot! Oh, ich bin so dumm! Herr Laser, wir wollen Ihnen helfen. Steigen Sie ein. Steigen Sie ein. Warum wollen Sie mir denn helfen? Warum wollen Sie mir denn helfen? Los, steigen Sie jetzt ein. Warum? Steigen Sie doch einfach ein. Ich schwöre Ihnen, wenn Sie mich anlügen, ne? Der Helm ist eh nicht bei mir. Steigen Sie jetzt ein, Jesus Maria. Steigen Sie ein. Mit wem haben Sie sich wieder angelegt, Herr Laser? Björn! Gucken Sie mal durch, dass wir den dabei haben. Ja, das sind Sie. Die LS-44 hat Herrn Laser aufgenommen. War das jetzt dumm oder war das schlau? Die haben wirklich authentisch geklungen. Das sind nicht gute Lügner. Ja, das check. So gut lügen die nicht. Ja, dann sollst du fort St. Kudo fahren. Ja. Fort St. Kudo? Warum? Zum Gefängnis? Hä? Das ist kein Gefängnis. Ah, nee, ach, das ist die Militärbasis. Aber warum kommen wir die Militärbasis? Schreien Sie bitte nicht so. Okay. Herr Laser, weil wir da mehr Möglichkeiten haben. Können Sie mich, Officer, bringen Sie mich auf den neuesten Stand. Was passiert hier gerade? Update, Status. Das weiß ich. Björn oder Tim bei Ihnen gemeldet? Ja. Was will er diesmal? Ich habe die Klopsköpfe genannt. Und jetzt okay, haben die wahrscheinlich ihre... PD. Warum? Ja. Schon wieder? Ja, sie werden doch bedroht, oder nicht? Naja, weiß ich nicht. Soll ich mal fragen? Ja, rufen Sie an. Stellen Sie bitte auf Lautsprecher. Nimm mal meine Weste an. Ja. Hey, du Eierloch! Na, was ist denn? Traust dich oder traust dich nicht? Laser telefoniert aktuell anscheinend mit dem Herrn Björn. Eierloch. Ja, Eierloch, Eierloch. Sie sollen ihn nicht provozieren, Herr Laser. Mhm. Nicht provozieren, Mensch! Okay, ich will, aber das soll keine Provokation sein. Jetzt sag mir doch, was du vorhast, du Arschloch. Steh hier am Steinbruch und hast mit deinen ganzen Helikoptern was für eine Show geplant? Du stehst gar nicht mehr am Steinbruch. Du bist gerade unterwegs in die Stadt. Wir kriegen ja den Fahrrad dann in wieder, meinem ne? Kopf befindet sich auch das
Internet Explorer Browser-Ding. Das dauert immer ein bisschen. Ich bin halt nicht mehr im Steinbruch, da hast du recht. Vielleicht sollen sie auf ihm Informationen zu geben. Planst du was oder kann ich weiter Stein machen? Du kannst weiter deiner Arbeit nachgehen. Ich plane natürlich nichts. Du planst wieder was. Ich plane gar nichts. Warum sollte ich irgendwas planen? Ich will nur meine Steinchen machen und mein Geld. Wie beim letzten Mal, wo wir das PD auseinandergenommen haben. Ja, das passiert aber kein zweites Mal. Oder doch? Trau dich doch. Herr Laser. Mach doch ein paar mehr Leute draus als nur einen Schussverletzten. Mach doch mal. Eierloch. Traust du je nicht? Ist das Codewort dafür, dass ich das PD in die Luft sprengen soll? Mach doch. Ich will mindestens fünf Leute haben, die du auf dem Gewissen hast, noch heute. Wenn du dich traust. Der Laser fordert gerade den Laser, ja, du auf, vom Telefon, das PD in die Luft zu sprengen. Konto, dann legen wir das wieder los. Du kriegst gar nichts von mir. Krieg mich doch erstmal. Ja, Herr Laser hat gerade den Herrn am Telefon dazu aufgefordert, beziehungsweise der Herr am Telefon hat geäußert, dass er das PD in die Luft sprengen will. Vielleicht sollten wir lieber in Bewegung bleiben, anstatt an einem statischen Ort zu bleiben. Okay, Leute, sehr gute Startbedingungen. Die kommen aus ihren Löchern. Das ist jetzt unsere Chance zuzugreifen, bevor sie das Ding in die Luft sprengen. War das nicht gut? Super. Ja, check. Wir sollen Code 3 ausmachen. Ja, der Herr Björn hat geäußert, dass er wohl mit Herrn Laser irgendwie zusammenarbeitet. Und Herr Laser hat ihm wohl gerade irgendwie das Codewort dafür gegeben, dass er das PD in die Luft sprengt und will ihm irgendwie wieder Geld überweisen. Alter. Nein, das hast du jetzt falsch interpretiert. Nein, das ist falsch interpretiert. Können wir die Streifen hinter uns auf Code 2 umschalten? Oh mein Gott. Alter, was labert der? Oh, super, auch auf in den B2-Funk. Herr Laser? Warte, ich muss kurz zu Funk 2 wechseln. Ja? Haben Sie eigentlich meinen Helm dabei? Der ist in dem Burrito. Mhm. Wirklich, du. Ja. Verkaufen wir sie jetzt für ein Fahrradhelm oder nicht? Das ist die Frage, Herr Laser. Ah, Björn soll sich doch mal zeigen. Die machen eh nichts, weil das halt verdammte Feiglinge sind. Sind die das? Beim letzten Mal wussten die auch immer, wo sie sind. Ja, sogar weil ich hab eine SMS bekommen. Weil die uns orten können die ganze Zeit. Sie haben uns im Visier. Sie wissen alles über uns. Hat er sie wieder zur Fahndung ausgeschrieben, oder? Weiß ich nicht. Ich guck mal nach. Was haben sie ihm denn dieses Mal gesagt, dass er wieder sauer ist? Ja, also sämtliche Beleidigungen hat er wieder an den Kopf geworfen, ne? Nein, es war nichts Schlimmes, wirklich nicht. Weißt du, für was es jetzt Zeit ist? Bitte nicht. Das bitte hat uns überzeugt. Nicht, haben sie geschrieben. Dann hab ich gesagt, was wollt ihr machen, ihr Klopfköpfe? Moment, ChatGPT arbeitet noch in unserem Plan. Nicht mal selbst auf die Idee kommen könnt ihr. War so klar bei euch dummen Leuten. Das ist nicht so nett von dir. Dann habe ich geschrieben, schön die Polizei zum Steinbruch geschickt. Nur aber gut zu wissen, wo du bist, können wir uns das Orten sparen. Und dann habe ich geschrieben, euer Heli. Und dann haben die geschrieben, möglich, hier sind zwei Helis. Ja. Das war's aber. Das ist wirklich, wirklich alles gewesen. Wir müssen auch immer provokant darauf reagieren, ne? Ich versuche die dann nur aus ihrer Reserve zu locken. Provokation ist das Einzige, was läuft. Sag mal, ist die Vorspur wiederholen. Was? Achso, okay. In welchen Hangar sollen wir? Könnt ihr den Hangar nochmal wiederholen? Ja, klar, wenn die Bodeneinheiten haben, sehen wir die auch nicht. Ha, super. Na gut, dann hat er es nicht mitgekriegt. Wollen wir erstmal im Tunnel stehen bleiben, vielleicht, dann sieht er uns auch nicht. Wollen wir erstmal im Tunnel stehen bleiben? Komm mal. Delta-Formation? Was für eine Formation? Einmal bitte in den Delta-Modus gehen. Spitze sind wir. Fahr mal dazwischen die Autos. Genau. Sag ich doch.
So, die haben die jetzt am Telefon. Das ist ja, oh, Herr Laser, was haben sie wieder getan? Nix. Nix, ich sag es dir. Nein, ja, aber... Die, ich will da einmal nur meine Steine machen und dann kommt so ein... Oh, ey, so ein... Ja, aber Herr Laser, haben sie kontraproduktiv dabei? Diese Beleidigung. Sie haben mich im Nassen, bei stürmendem Regen, mit einem Fahrrad fahren lassen. Also ja, Sie haben das Ihr Wetter moralischer Kompass, nicht. Ihr moralischer Kompass, der ist hier nicht zu gebrauchen und auch nicht die Messlatte für irgendwas. Also Sie hätten ja auch mit dem Taxi fahren können, das war ja Ihre Entscheidung. Wir haben es Ihnen angeboten. Ja. Wir sind gerade im Tunnel, ja. Jetzt werde ich vom Farm abgehalten. Wir haben ja gerade eine Absicherung, ja. Bald in einer halben Stunde muss ich einen Auftrag machen vom ja, das ist richtig. Vom Schwarzmarkttypen, deswegen Beeilung bitte. Was? Und Spaß. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, ich kann dir jetzt nicht sagen, wer die Einsatzleitung hat, aber schlag das mal im PD2-Funk vor. Ich meine, die Idee an sich ist nicht schlecht.